Hallo und herzlich willkommen zum Einführungsvideo zu Wellenoptik. Als erstes sollten wir uns natürlich fragen, was ist überhaupt eine Welle? Und eine Welle ist ein Objekt, welches periodisch in sowohl Zeit als auch Raum ist. Das heißt, wenn wir die Zeit einfrieren und uns die Ausdehnung innerhalb des Raums ansehen, dann sieht es ungefähr so aus. Es muss dabei nicht unbedingt sinusförmig sein, es gibt auch eckige Wellen oder ganz andere Formen. Hauptsache, es ist irgendwie periodisch. Wir können uns auch einen Punkt im Raum angucken und die Ausdehnung über die Zeit betrachten und dann hat man wieder eine periodische Funktion. Die Periodizität lässt sich einmal durch die Wellenlänge angeben, welches die Periodizität im Raum ist, und durch die Frequenz, welche die Periodizität in der Zeit angibt. Und damit definiert man noch zwei weitere Größen. Das ist einmal die Wellenzahl k, welche 2 Pi durch die Wellenlänge ist. Und die Winkelfrequenz Omega, welche 2 Pi mal der Frequenz ist. Das hat einfach den Vorteil, dass wir die 2 Pi nicht immer mitschreiben müssen. Und wir werden diese beiden Größen bald noch viel öfter sehen. Mathematisch sind Wellen die Lösung dieser Differentialgleichung, wobei Y die Ausdehnung ist, beziehungsweise die Welle. Und wenn man das ein bisschen umstellt, sieht man, dass es sich dabei in der Tat um zwei verschachtelte Schwingungen handelt, einmal im Raum und einmal in der Zeit. Ganz wichtig ist, dass die Summe aus zwei Wellen wieder eine Welle ist. Und wenn sich zwei Wellen im Raum treffen, dann ist die Ausdehnung dort einfach die Summe der Ausdehnung. Das ist wichtig, wenn wir gerade in dem Punkt einen Schirm haben und dann die Intensität des Lichtes dort messen wollen. Ein wichtiges Prinzip ist das Fuggensche Prinzip, welches besagt, dass jeder Punkt im Raum, der von einer Welle getroffen wird, wieder der Ausgangspunkt von einer neuen Welle ist. Und wie gesagt, können sich diese Wellen dann addieren. Wenn wir jetzt so eine Welle haben, die von so einem Punkt ausgeht, dann breitet die sich zuerst in alle Raumrichtungen gleichzeitig aus. Das ist so, wie wenn ihr einen Stein ins Wasser werfen, dann die kreisrunden Wellen seht, die sich dort ausbreiten. So eine Welle nennt man eine Kugelwelle. Wenn wir jetzt ganz viele solche Punkte haben, von den Kugelwellen ausgehen, dann sieht das ungefähr so aus. Und die Linien sollen jetzt die Punkte im Raum darstellen, in denen die Welle gerade die gleiche Ausdehnung hat. Also zum Beispiel überall, wo die Welle gerade sein Maximum erreicht hat. Wenn wir diese ganzen Kugelwellen jetzt addieren, ergeben sich daraus solche Geraden. Und das bedeutet, dass wir diese Wellenfronten als parallele Geraden darstellen können. Und das nennt man dann eine ebene Welle, die sich in diesem Fall in diese Richtung ausbreitet. Die Ausbreitung ist also senkrecht zu den Wellenfronten. Als nächstes wollen wir eine ebene Welle betrachten, die auf einen Glasblock fällt. Und wir betrachten diese Welle dazu als einen breiten Lichtstrahl. Und wir sehen, dass der linke Teil des Strahls hier zuerst den Glasblock trifft. Und von dort fangen sich an, Kugelwellen auszubreiten. Nach einiger Zeit sind die Wellen, die sich von dem linken Punkt ausbreiten, schon viel weiter ausgebreitet als am rechten Ende des Strahls. Und dadurch ergeben sich neue Wellenfronten und der reflektierte Lichtstrahl breitet sich in diese Richtung aus. Um jetzt genau zu sehen, in welche Richtung das ist, betrachten wir hier einmal diese Skizze hier. Und wir sehen, dass die Wellenfront, die hier ankommt, die fängt hier an, eine neue Kugelwelle zu bilden, welche sich hier ausbreitet. Und in der Zeit, wo die sich ausbreitet, kommt der Rest dieser Wellenfront hier unten an und fängt an, hier eine Kugelwelle auszubreiten, dass hier die neue Wellenfront entsteht. Und wenn das funktioniert, müssen diese beiden Strecken genau gleich lang sein. Und das bedeutet, dass diese beiden Winkel gleich groß sein müssen. Und das bedeutet, dass diese beiden Winkel gleich groß sein müssen. Und das ist das Reflexionsgesetz, was ihr sicherlich schon kennt. Wir können jetzt auch betrachten, wie sich diese Welle innerhalb des Glasblocks ausbreitet. Und dort ist es so, dass sich diese Wellenfronten nicht so schnell ausbreiten, wie das in Luft der Fall ist, sondern diesen kleineren Kreisen im Vergleich zu dem außerhalb des Glasblocks dargestellt werden soll. Außerhalb des Glasblocks haben wir natürlich wieder die reflektierte Welle. Aber innerhalb des Glasblocks ergeben sich diese Wellenfronten. Und hier ist es jetzt so, dass
diese beiden rot markierten Strecken in der gleichen Zeit vom Licht durchlaufen werden sollen. Geometrisch ergeben sich diese Strecken einfach aus der Breite des Sichtstrahls mal dem Sinus des jeweiligen Winkels. Und da es aber um die Zeit geht, in der das Licht diese Strecken durchläuft, müssen wir das Ganze noch mit dem Brechungsindex multiplizieren. Denn dieser gibt den Faktor an, in dem sich die Geschwindigkeiten unterscheiden. Und damit erhalten wir das Brechungsgesetz. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Reflexion von Wellen ist noch, dass wenn das Licht an einem optisch dichteren Medium reflektiert wird, also zum Beispiel aus der Luft kommt und an einem Glas reflektiert wird, der reflektierte Strahl gegenüber dem einfallenden Strahl um eine Hälfte der Wellenlänge verschoben ist. Und das entspricht einem Phasensprung um gerade Pi, bzw. 180 Grad. Und das ist genauso wie bei mechanischen Wellen an einem losen und einem festen Ende. Beim festen Ende ist es gerade so, dass an der Wand, die ja starr ist, die Summe der einfallenden und reflektierten Welle gerade 0 ergeben muss. Dass die reflektierte Welle gerade das Inverse der einfallenden Welle ist. Und beim losen Ende muss das nicht der Fall sein, denn die reflektierte Welle tut einfach genau in der gleichen Phase wieder zurückschwingen. Eine schöne Animation davon findet ihr unter diesem Link. Dort seht ihr dann auch schön, wie sich Wellen ausbreiten und dass es nicht, wie hier auf dem Bild vielleicht so scheinen mag, ständig so eine Auslöschung hier kommt, sondern dass tatsächlich dort noch was schwingt. Und warum sowas auch bei der Reflexion von Licht vorkommt, lässt sich am besten mit den Grenzbedingungen für das elektrische Feld an Oberflächen erklären. Bringe mich auch schon zu meinem nächsten Punkt, nämlich dass Licht eigentlich eine elektromagnetische Welle ist. Bis jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, wie Lichtwellen überhaupt entstehen, nämlich durch Schwingung von Ladung. Darauf werde ich dann ganz kurz bei meinem Vortrag während des Seminars eingehen und auch, wie sich mit Hilfe des elektrischen Feldes die Reflexion und die Brechung erklären lässt. Von daher hoffe ich, dass wir uns beim Seminar sehen werden. Bis dahin.